Hallo und herzlich willkommen hier in Schnubbis Playground zu höchstwahrscheinlich der letzten Folge von Call of Duty Ghosts der Kampagne, beziehungsweise im letzten Stream hier. Denn, soweit ich mich erinnere, geht das so langsam Richtung Ende. Verstärkung, greife unsere Bodentruppen an. Lagebericht. Achtung, Merrick, wir haben es zur Station geschafft. Beeilung, Ikaros. Haben hier unten schweren Beschuss. Ikaros, es wird. Ich glaube, das habe ich die ganze Zeit gelevelt, aber das wird wieder ein sehr schönes Level. Auch wenn ich hier extreme Probleme habe, die Gegner zu finden. Manchmal. Wenn hier halt so viel rumfliegt und alle möglichen Ebenen was rumfliegt. Wow. Und dann sind das die ganzen Leichen, die auch noch mit rumfliegen. Man weiß ja nicht mal, was davon lebt und was davon schon tot ist. Also, das ist auf jeden Fall nicht so leicht hier rauszufinden, alles. Dementsprechend wenig Zeit bleibt mir aber leider auch die ganze Aussicht und so weiter zu genießen hier. Weil die nicht aufhören zu kommen, die Schweine. Die Luke sichern! Das ist unser Eingang! Kontakt auf 12 Uhr! War hier nicht irgendeiner? Okay. Ich merke ja spätestens, wenn ich beschossen werde, dass da was war. Was wäre eigentlich hier? Au, oh, fuck. Wow. Hätte ich aber ehrlich gesagt auch mal Bock drauf, irgendwie Thompson, wir können nicht in Schwerelosigkeit rumzuschweben. Muss ja nicht unbedingt im Weltall sein. Aber es gibt ja auch diese Flugzeuge, die immer diese Sturzflüge machen. Das ist bestimmt richtig cool darin. Das einmal so mitzuerleben. In Schwerelosigkeit rumzuschweben, wenn es nur kurz ist. Achtung, hat bestimmt was. Haben die Trägerflotte verloren. Lagebericht. Sind beim Kontrollraum. Wir nehmen jetzt den direkten Weg. Wir müssen die Außenwand durchbrechen. Diese Ziele angreifen. Was bringt das jetzt? Okay, das ist ein Werfer, all. Weiter Druck machen! Meinetwegen auch das. Au. Kontakt auf 11 Uhr. Au. Ach da. Fuck it. Genau das meinte ich mit dem Gegner finden. Ziele! 12 Uhr hoch! So, zwei. Achtung, Ikarus! Haben die Trägerflotte verloren. Lagebericht. Sind beim Kontrollraum. Wir nehmen jetzt den direkten Weg. Wir müssen die Außenwand durchbrechen. Na komm, vorbei da. Macht sie fertig! Kontakt auf 12 Uhr! Weiter Druck machen! Fuck, daneben. Hab ihn! Ja, Lichtverhältnisse sind mal wieder leider bei mir hier ziemlich überbelichtet. Obwohl ich einmal auf der schwächsten Stufe meine ST-Lampe anhab nur. Aber irgendwie korrigiert die Kinect das so extrem nach, über die ich das ja gerade aufnehme, mit meinem Bild von mir halt. Diese Ziele angreifen. Ja, dass es dementsprechend hell wird. Sollte man, glaube ich, echt bei Tageslicht machen, diese solche Streams. Nicht immer nachts, so spät abends. Kontakt
Aber egal, das ist ja nicht das Wichtigste, ihr sollt sowieso aufs Spiel achten. Im Optimalfall. Sperrfeuer! Alles sicher! Vorwärts! Unsere Bodeneinheiten mussten sich zum Landeplatz zurückziehen. Sehr schön. Sie werden von einer ganzen Division angegriffen. Wir brauchen diese Station. Verstanden! Brechen jetzt durch! Wo breche ich denn? Die Ladungen platzieren! Da. Opa, zu weit. Ladungen platziert. Hoffentlich funktionieren diese Dinger hier. Warum sollten sie nicht funktionieren? Perfekt. Sicher! Übernehmen die Steuerkonsole. Perfekt. Achtung, Merrick. Haben Kontrolle über die Station. Verstanden, Icarus. Übermitteln feindliche Position. Zeigt es ihnen. Okay. Satelliten 3, 4 und 8 geladen und bereit. Thompson, Abschluss einleiten. Boom. Alle Stäbe unterwegs. Stelle Verbindung zur Zieldrohne her. Und so wiederholt sich die Geschichte mal wieder. Ich baller mit deren Waffen auf sie und sie haben das am Anfang mit uns gemacht. Drohne erreicht Einsatzbereich. Icarus, Feuer auf schwer gepanzerte Bataillone konzentriert. Zielerfassung online. Feuern, wenn bereit. Himmel, das haben sie gespürt. Südliche Verstärkung neutralisiert. Icarus, Ghosts sind auf dem Zug Richtung Südwest, der durch ihr Zielgebiet kommt. Feuer einstellen. Wiederhole, Verbündete auf dem Zug. Das macht doch nichts. Übertrage Panzerkolonne der Föderation. Vorsicht, sie sind genau über euch. Erfasse Zielkoordinaten. Gute Arbeit, Icarus. Ups, das habe ich glaube ich zwei Gegner geballert. Für die zwei Helis lohnt sich das jetzt nicht mehr. Bodeneinheiten werden flankiert. Besteht Sichtkontakt. Sichtkontakt bestätigt. Ziel wird erfasst. Gute Arbeit, Icarus. Lokale Truppen können sich um die restlichen Feindeinheiten kümmern. Bereiten Sie sich vor, verbleibende Föderationsschiffe bei... Icarus, warten Sie! Icarus, besteht weiter Sichtkontakt zum Zug Südwest? Bestätigt! Vorherigen Befehl ignorieren. Den Zug erfassen und feuern. Aber Sir, es sind Ghosts auf dem Zug. Der Befehl kommt von den Ghosts. Bestätigt! Wiederhole! Bestätigt! Auf den Zug feuern! Thompson, feuern, wenn bereit! Okidoki. Wenn die das wollen, dann feuer ich. Dad hat uns viel beigebracht. Doch eine Nation war besonders. Männer definieren sich über ihre Entscheidungen. Logan und ich haben ein Versprechen gegeben. Den gefallenen Ghosts. Und Dad. Wir würden Rock schnappen und ihn aufhalten. Um jeden Preis. Zwei für einen ist in dem Fall aber ein schlechter Tausch. Sag Rock, wir holen ihn uns. Du bist erledigt, Rock. Beenden wir es. Safety. Icarus scheint Kontrolle über die Stäbe zu haben. Bleibt nur noch Rock. Na los! Kann sich keine Maske leisten, der muss sie sich aufmalen. Rock muss vorne im Zug sein. Gehen wir! Was meinst du, was wir da tun? Wow, kommt mir doch hier nicht so. Vogel, ey. Scharfschütze, 12 Uhr!
übel das hier rumwackelt. Wie soll man da denn treffen? Dann noch mit Controller. Ich bin aber... Fuck. Springt der dann da nicht rüber? Was macht denn der da? Der Ladung und der Kurs, die wird sich hin. Da ist er. Aber jetzt fällt er plötzlich nicht mehr durch. Da lang, kannst du da ein bisschen näher definieren, bitte? Lieber wieder die andere, die ist irgendwie cooler. Das verzieht hier nicht so extrem. Wir erreichen Rock schneller über das Dach. Achtung! Wow. Alles klar, Logan? Bewegung! Ja, sicher ist alles klar. Was zum... Alles klar, Logan! Bewegung! Aliens, in Deckung! Verstecke ich mich halt mal hier. Wow, scheiße, ich dachte, ich hätte ihn schon auch schon erwischt. Was ist der Vogel jetzt? Viel dürfte er nicht mehr aushalten. Ich renne ja so schnell ich kann, aber der hört ja ständig auf zu sprinten hier. Das mit dem Gewackel ist echt eine extreme Herausforderung, vor allem mit Controller, wenn man das nicht so gewohnt ist. Das ist richtig heavy. Ich kann das auch schon nicht leiden, wie man im Auto sitzt oder sowas und die ganze Zeit in Kurven fahren. Dann soll man versuchen, da noch zu zielen. Das kann ich nicht mal am PC. Oh, ich hab doch hier gedrückt. Dreckige, gekackte Mist.
Arme hole ich. Ja, wie treffen die mich denn durch dieses Ding hier durch? Oder wenig, 7 Schuss nur noch. Fuck. Ich will immer selber die Waffe wechseln, was macht er automatisch? Hat mich einfach mal so. Hat einfach mal kurz entschieden. Wir dürfen nichts riskieren, Logan. Auch wenn wir versagen, stirbt Brock. Okay, 3, 2, 1. Da hat er leicht daneben geschossen, der Junge. Upsachen. Schießt du auf unsere Position. Bestätige. Dreck, ey, dass ich hier so oft sterbe. Auf Schachmatt, Feuer auf den Zug. Noch leicht oder mittel oder sowas vom Schwierigkeitsgrad, also nicht mal sonderlich schwer. Auch wenn wir versagen, stirbt Brock. Okay, 3, 2, 1. Nächster Versuch. Ja, komm, konnte ja nicht mal nach unten ziehen. Ich habe mit beiden Knöpfen nach unten gezogen. Da halt die Klappe. Wie bitte? Bitte wiederholen. Du hast mich gehört. Auf Schachmatt. Feuer auf den Zug. Wir dürfen nichts riskieren. Kann sich nur um Stunden an. Auch wenn wir versagen, stirbt Brock. Aber ich muss ja irgendwie die Stunde vollkriegen. 2, 1. Song. Wenigstens habe ich die Szene diesmal geschafft. Warum auch immer ich plötzlich nach unten zielen konnte gerade. Du hast verloren, Rock. Es ist vorbei. Schachmatt. Schachmatt bestätigt. Was war das? Was hast du getan? Game over, Rock. Es ist vorbei. Scheiße. Aber die haben doch gesagt, auf den Zug schießen und nicht neben den Zug schießen. Bleibst weg von der Pistole, das ist meine. Nein, meine, nicht deine. Nimm die. Erschießt! Logan! Nein!
voll durch den durch. Und durchs Fenster. Shit happens. Jetzt müssen wir noch rechtzeitig hier wieder rauskommen. Und an den Haien vorbei, die hier hundertprozentig rumschwimmen. Not. Dem Licht entgegen. Du hast es geschafft. Merrick, kommen. Merrick, hörst du mich? Hash, Hash, bist du das? Ja, ich bin bei Logan. Wir sind okay. Und Rock? Tot. Er ist tot. Verstanden. Die Föderation zieht sich zurück. Es wird jetzt und hier noch beendet. Diese Aussicht, ey. Sie holen dich ab. Ich bin stolz auf dich, glaube ich. Was für ein Film. Ja, sehr schönes Spiel. Developed by Ubisoft, glaube ich. Infinity Ward, verdammt. Fail. Ja, Infinity Ward, wie gesagt, sehr geiles Spiel, sonst hätte ich ja jetzt nicht zum zweiten Mal durchgezockt. Nicht nur optisch, auch spielerisch gefällt mir Call of Duty immer, oder fast immer. Black Ops 1 und 2 haben mir jetzt nicht so gefallen. Von der Kampagne her zumindest nicht. Aber sonst schafft es eigentlich immer ganz cool, dass man eben mitgezogen wird, mitgerissen wird und eigentlich den Controller gar nicht weglegen möchte. Fuck, Scheiße. Geht mich jedes Mal, ey. Vor allem frage ich mich, wie er das überlebt hat. Vor allem, wie er das da irgendwie geschafft hat, rauszukommen, ohne dass wir ihn gesehen haben. Gut. Danke. Du hättest einen großartigen Ghost abgegeben. Aber das wird nicht passieren. Es wird keine Ghosts mehr geben. Wir werden sie zusammen vernichten. I don't think so. Logan! 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 Komm hier halt nach und helf mir. Ja. Also das Ende. Ich weiß nicht. Mir kommt es irgendwie unlogisch vor, dass er es bei dieser doch sehr überschaubaren Bucht geschafft hat, rauszukommen. Ohne dass wir ihn dann sehen und dann auch noch fitter ist als wir beide zusammen, obwohl ich ja der Einzige war, der auch von dieser. Alles sehr suspekt. Vor allem mein Bruder, der die Kugel von. Also die Kugel abbekommen hat, die durch ihn durchgegangen ist, durch Rock. Also schon ein bisschen abgeschwächt. Der konnte sich kein Zentimeter mehr bewegen. Aber Rock läuft rum und schleift hier noch mich durch die Gegend. Egal. Bisschen komisches Ende, dennoch sehr geiles Spiel. Und ich lasse euch jetzt nochmal so ein bisschen
die Musik genießen, halt die Klappe und die Credits sehen. Survivor of the fittest. Okay. Ja, die Credits gehen jetzt bestimmt noch eine ganze Weile, deswegen verabschiede ich mich erstmal von euch, beende den Stream hiermit und das Let's Play, beziehungsweise, ja, doch, ist ja eigentlich schon ein Let's Play der Kampagne. Eventuell demnächst noch ein paar Multiplayer-Matches, wobei ich das eher bezweifle, da ich in Call of Duty Multiplayer, sagen wir, nicht so optimal spiele. Um es mal höflich auszudrücken. Dementsprechend bedanke ich euch fürs Zuschauen und verabschiede mich dann. Bye bye!